Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu... Ihr seht schon, ich habe einen neuen Mitspieler gefunden. Juhu! Hallo Karosin. Hallo. Boah, hallo. Mit dieser tiefen Stimme. Ja, hi. Hi, hi, hi. Und wer bei mir jetzt noch mit rumguckt, das ist die Tonine. Das könnt ihr sogar, glaube ich, lesen. Da, das steht genau. Sogar auf dem Bildschirm. Ist toll. Ich habe kein Namensschild. Na gut. Also bei mir steht es auf dem Bildschirm. Ja, ne, du hast natürlich, ja, es ist logisch, man weiß ja normalerweise selbst, wer man ist. Wenn du die Map aufmachst, sieht man uns beide, ist toll, ne? Genau. Cool, wir haben da oben auch schon den ersten Biter, haben wir gerade festgestellt, als wir die Karte geladen haben. Juhu. Ja, und rechts ein Meer. Genau, und rechts ein Meer. Wir hatten gerade kurz gesagt, wir sagen noch kurz was zu den Mods, die wir so bei uns haben. Wir haben da ein paar. Ja, so 21, nee, 20. 20 Mods haben wir drin. Wow, doch so viel, ja. Ja, 20 Mods, wir konnten es nicht lassen. Genau, wir haben lauter Schweinkram mitgebracht. Ja. Um es mal so zu sagen. Und es wird jetzt auch rausgepiept. Piep, genau. Wir stellen die Mods gar nicht vor, es macht einfach nur noch Piep. Richtig. Ja, ich sag mal, wir haben jetzt nichts Großes, Game-Breaking oder irgendwas, was hier irgendwie alles, wo ist denn eigentlich unser Kohlefeld? Ja, hier unten irgendwo, ja, im Wald. Ja, ich seh's. Toll, ne? Weißt du, ich hasse Bäume. Ich auch. Also, die werden weichen. Die werden weichen. Ja, wir haben halt eher so kleine Helper-Mods hier am Start. Ein Teil kennt ihr bestimmt auch schon von meinen Let's Plays. Ich weiß gar nicht, du hast ja, glaube ich, auch schon ein paar davon genutzt in deiner Kampagne, ne? In der Season 2, ja, da benutze ich auch ein paar davon, aber ein paar kannte ich auch noch nicht. Aber das ist schon ganz gut so. Genau, also wir haben natürlich meine Lieblingsfavoriten, den Long Reach Mod natürlich mit bei, der es erlaubt, von Weitem in Kisten und dergleichen zu greifen. Ein absolutes Muss für mich zum Spielen. Wir haben natürlich auch wieder unsere Landfill dabei, um das Wasser loszuwerden, was wir nicht brauchen. Und das haben wir noch dabei. Ich guck mal gerade auf unsere Liste. Ja, ich kann auch noch was sagen. Also das sieht man bei uns schon oben links. Die Evogree, ne, womit ihr auch jetzt unsere sagenhafte Spielzeit seht, damit ihr seht, wie viele Minuten wir zwischendurch überspringen. Ne, damit man uns genauestens kontrollieren kann. Nee, die ist halt einfach nur praktisch, dass wir sehen, wie weit, wo wir gerade dran sind und wie viel Uhr es ist und bla. Ganz cool. Was haben wir noch? Den Yarm. Yet Another Resource Monitor. Oder wie er jetzt, glaube ich, heißt. Yellow Apple Resource Monitor oder so, ne? Ach ja, heißt der jetzt so? Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, damit kann man so Ressourcenfelder überwachen. Das finde ich mega praktisch. Das ist einfach nur genial, weil du kriegst eine Meldung, wenn ein Ressourcenfeld leer ist. Ich habe den selbst noch nie genutzt. Also ich habe den zwar jetzt auch in meiner eigenen Solo-Kampagne drin, habe ihn aber so noch nicht genutzt. Von daher bin ich da auch mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Oder was mich da erwartet, eigentlich eher. Oh, wir haben den Steinfeld haben wir auch unten. Was haben wir noch? Wir haben ein größeres Inventar. Heiß geliebt auch von mir. Wir haben für die Ressourcenverteilung generell den RSO-Mod wieder drin, den ich ja auch ganz gerne nutze. Und dazu passend den RSO-Radar, der, ich sag mal, die Verbrauchskosten des Radars hochsetzt, aber dafür halt mehr Gelände scannt. Das macht durchaus halt Sinn bei der RSO-Geschichte, weil wir natürlich hier die Ressourcen auch weiter verteilt haben als in einer normalen Map, sagen wir es mal so. Dann haben wir einen späteren Verlauf. Faul. Ich werde kotzen. Smarter Trains habe ich selbst auch noch nicht mitgespielt. Bin ich sehr, sehr gespannt, was das wird. Und wir haben ja auch noch den Fat Controller, ne? Der ist ja auch dafür irgendwie da. Irgendwie haben wir alles einmal mit extra Käse genommen, ne? Genau. Der Fat Controller ermöglicht die Zugsteuerung von, ohne dass man im Zug sitzt. Also man kann den Zug zu dem Zug schalten, sagen wir es vielleicht mal so. Ich wollte mir eigentlich Stein holen, schon die ganze Zeit lang. Ja, wir haben halt so ein paar kleine Sachen halt mit drin. Autotrash haben wir drin, auch dann erst später bei den Robotern interessant. Können wir vielleicht dann nochmal was zu sagen. Ja, und Autofill ist zum Beispiel noch drin. Was sehe ich denn hier noch? Den Initial Scan, genau. Deswegen ist unsere Map so riesig. Deswegen sehen wir da oben, dass da auch Biter-Bases sind. Das haben wir eigentlich hauptsächlich
habe ich das mit reingenommen, weil das ist für RSO einfach interessanter. Weil dann siehst du vielleicht, wo in irgendeine Richtung was geht, aber wir sehen tatsächlich nichts. Das ist der Hit, wir sehen gar nichts in die Richtung, ne? Nee, gar nichts. Wir haben da so ein Riesenmeer und hab ich jetzt gerade wirklich Kohle abgebaut anstelle von Stein? Das fängt ja super an. Einmal mit Profis. Ja, genau, so haben wir uns auch überlegt, das Ganze zu nennen. Genau, das ist unser Kampagnenname. Wir werden sehen, ob das zutrifft. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Wir werden sehen. Das wird schon. Wir werden sehen, genau. Ansonsten ist der Raid-Tanker noch mit drin für den Flüssigkeitstransport und das war so Personal Robopod Fix. Mal bin ich noch gespannt. More Light, definitiv eine Sache für euch, damit ihr auch im Dunkeln ein bisschen mehr seht, wenn wir wieder mal zu blöd sind, irgendwelche Lampen zu setzen. Boah, das finde ich immer so ätzend. Guckst dann da rein. Ah, jetzt habe ich mir viel zu viel genommen. So. was haben wir denn noch? Ich gucke gerade auch nochmal, haben wir noch irgendwas Spezielles? Ich glaube, so im Großen und Ganzen... Advanced Logistics System haben wir noch drin, genau. Richtig, ja. Das ist eine Mod, die das Logistiksystem mit den Robotern ein bisschen umbaut, dass man das ein bisschen übersichtlicher ist. Also das finde ich eigentlich sehr, sehr nice. Und deswegen habe ich das jetzt auch noch mit drin und... Faster Filter Fill. Das haben wir auch noch drin. Oh ja, auch eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Das Reservieren der Slots für Kisten und auch Güterwaggons enorm vereinfacht. Das ist wirklich eine ganz Mega. Tolle Sache. Mega. Also es wird eine geniale Kampagne. Es wird herausragend. Herausragend. es wird herausragend aus der deutschen Community. Wird episch. Das hoffen wir noch, aber kriegen wir bestimmt hin. Wer will, kann darauf wetten, wie oft ich von Zügen überfahren werde. Das passiert mir nämlich ständig. Oh, das wird aber später dann echt teuer. Ja, das ist echt schlimm. Ich habe in meinem Singleplayer habe ich das letztens gehabt. Da bin ich einfach nur so schön rumgelaufen. Ja, toll. Vom Zug überfahren. Modulare Powerrüstung weg, keine Alien-Artefakte mehr. Was machst du dann jetzt? Ach, egal. Das war einfach nur lustig. Habe ich dann auch so am liebsten Tableflip direkt gemacht. Das passiert mir aber auch ganz oft. Also als ich das erste Mal so mit Zügen richtig romantiert habe, ganz ehrlich, in dieser Kampagne bin ich so oft an den Zügen gestorben. Und ich hatte Glück, dass ich weiß gar nicht warum, Gott sei Dank wahrscheinlich ohne gute Umnachtung, dass ich mein Autospeichern irgendwie auf 5 Minuten gestellt hatte. Dementsprechend habe ich immer nicht so viel Zeit verloren. Aber das ist durchaus. Jetzt hast du da bestimmt die ganze Krone rausgenommen. Da kannst du hier oben mal was reinschmeißen. Ich habe da noch eine neue Ofenkombi hingestellt. Ah, klar. Ich weiß nur unten auch noch mal was in den Stone-Förderer. Und tada. Füllen wir einfach mal frei wie der Wind nach. Kommt noch was. Was? Ja, ne, wir brauchen Eisen. Go big or go home, ne? Wir können uns eigentlich hier nicht die ganze Zeit lang hier ums Eisen kloppen. Wieso? Das könnten wir. Nein, das können wir nicht. Nimm mir jetzt eine Pistole. Und gehst du um. Oder bringst du dich selbst sichern. Achso. Ja, ich gehe Eisen sichern, da oben irgendwo. Alter, ich will da oben nicht hin. Ich glaube, die sind noch weit genug entfernt, ja. Aber wir sollten vielleicht durchaus uns relativ frühzeitig Gedanken darum machen. Ja, ich denke, so die zweite oder dritte Forschung sollte schon Geschütze sein, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Mach hier mal ein bisschen Platz. Also wo soll man denn... Wie baust denn du eigentlich immer Power auf? Also Energie, Zeugs, Steam Engines und so ein Kram. Na, also ziemlich senkrecht in einem Block. Ach so. Ja, schön, ne? Ja, machst du so 13 Öfen zu 10 oder... Es gibt 4 zu 3, glaube ich, machen auch viele. Also da steigen sich auch so ein bisschen die Geister an. 13 zu 10 oder 12 zu 10. 12 ist ein bisschen zu wenig, 13 ein bisschen zu viel. Ich denke, wir können da ruhig mit 13 fahren, oder? 13 mal 10. Ja, wir sind doch Profis, dann machen wir das richtig. Ja, was ist denn da? Wie gesagt, da scheinen sich die Geister. Ja, schon, aber wenn, dann wollen wir ja auch 100% aus dem ganzen Kram rausziehen, oder? Ja, ja. Also, jeder machen wir 13 mal 10 und dann mache ich das halt auch mal, ne, so in so einem schicken langen Block. Und wenn ich das hier so sehe,
Aber das ist echt so weit weg, ne? Also eigentlich würde ich es ja relativ weit nach unten ganz gerne positionieren. Oh, da sind so viele Bäume. Da sind so viele Bäume, genau. Ich hasse Bäume. Ah. Die werden weniger, die werden weniger. Oh, hier unten, hier könnte man das gut hier so hier starten so und So dann hier hier so nach vielleicht Süden. runter, ja. Ich glaube, das ist, Ist wäre ganz gut tatsächlich machbar, ne? Platz? Ey, ich finde das gut, hier ist Platz. Nice. Gut, dann produziere ich einfach schon mal vor. Ich habe mich dann jetzt mal dazu auserkoren, den Mist zu bauen. Alles klar. Dann kann ich ja schon mal mit meinem Überschuss ein paar Forschungspakete erstmal herstellen. Das ist eigentlich das Schöne, finde ich, im Multiplayer. Also ich habe aktuell in meiner Solo-Kampagne habe ich das Problem, ich kriege das nicht gemanagt. Weil ich werde ständig angegriffen. Das nervt einfach nur tierisch. Ja, ich hatte bei dir jetzt heute gerade nicht mehr reinguckt, aber am Wochenende hatte ich reingeguckt, glaube ich. Und du wirst ja wirklich belagert. Also das ist ja schon echt, Ja, ich habe in letzter Zeit Glück. echt, wie man es nimmt, ne? Ich gewöhne mir jetzt mal an, nur noch die Hälfte aus allem rauszunehmen, damit auch noch was übrig bleibt, weil das Ich ist nämlich fäll hier sonst unten blöd. gerade erstmal Bäume, damit hier unten deine, damit wir hier das, unsere Heizungselement und so. Stromgeneratoren hier hinsetzen kannst, dann baue ich das oben noch ein bisschen aus, dass wir noch mal ein bisschen Ressourcen haben. Aber wir machen so richtig schönen Strom. Strom aus Kohle. Strom aus Kohle, genau. Ah, toll. Und Das ist ich habe super. gesehen, du baust ja auch in einem Bussystem, ne? Ja, ich hab jetzt verschiedene Sachen auch mal selber ausprobiert. Ich habe vor allen Dingen mal, also interessant fand ich das System in Modul zu bauen. Das heißt, du hast ein Modul, das in sich perfekt ist. Das heißt, du Okay. gibst ihm nur noch Eisen und Kupfer und je nachdem, ob der noch braucht, dann Stahl oder sowas. Ne? Okay. Und das Modul an sich ist auf 100% Effizienz ausgelegt. Fand ich mega interessant. Ist halt nur mega viel Aufwand, das alles durchzurechnen und so. Da gibt es ja diesen Foreman-Rechner, den wir übrigens, wir haben ja auch eine Foreman-Mod drin, fällt mir gerade ein. Ja, von der wir hoffen, dass sie funktioniert. Ja, mal gucken. Die übrigens tatsächlich aber auch ein Blueprint Manager ist, habe ich heute, während ich auf dich gewartet habe, bei dem geschätzten Kollegen Aroma gesehen. Echt? Ja. Das ist ein Blueprint. Das finde ich gut. Ich will Blueprints. Und Ich mag damit kann man Blueprints. tatsächlich Blueprints speichern, sodass man wirklich nur noch einen in der Hand hat. Und dann kann man die alten immer wieder laden. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Aber wie. Versuche nur gerade da oben gerade mal Öfen nachzufüllen, weil die nämlich alle keine Energie mehr haben. Achso, eine Kohle, hast du Kohle auch entsprechend rausgenommen? Ja, gerade alles mal nachgefüllt. Alles Alles nachgefüllt. nachgefüllt. Ja, alles nachgefüllt. Alles wunderbar. Wo ist Kupfer? Ich stelle vielleicht auch mal zwei bei Kupfer hin. Ja, ich habe einen da oben, glaube ich, schon stehen. Achso, dann stelle ich noch einen hin und. Ja, also ich hatte vorhin einfach mal irgendwann einen dahingestellt. In weiser Voraussicht. Ja, Und man brauchen tun produziert ja wir am es oder Anfang, so. man produziert am Anfang ja sowieso immer viel zu viel Kupfer. Ja, Und bis man denn bei den grünen Chips ankommt. Also spätestens bei den roten Chips ist ja dann grundsätzlich auch immer Kupfermangel. ja, das stimmt. Also ich habe das so oft. Bei den Roten habe ich nur immer ganz extrem Ölmangel. Deswegen freue ich mich mega darauf, dass wir den Railtanker drin haben. Ja, der macht das wirklich einfach. Und du wirst lachen. Ich habe tatsächlich eine Solo-Kampagne mal gespielt. Da hatte ich das Problem, ich hatte schlicht und ergreifend zu viel Petroleum. Ich Was? bin die Scheiße nicht losgeworden, Entschuldigung. Was? Ja, ich weiß noch Was? nicht, wie ich das gemacht habe. Ich hatte wirklich jeweils 6 Tanks und ich glaube Petroleum, glaube ich, sogar 8 Tanks. Und mir ist immer mein Petroleum vollgelaufen. Ich habe mir Ich jetzt weiß nicht, wie mittlerweile ich das gemacht abgewöhnt, habe. Tanks zu machen oder so, aber. Ah, Doch, wir krass, brauchen ey. den bei Tanks. Nee, ich mache nie Tanks, weil. Wer braucht 2.500 Lubricant? Also Schmiermittel. Na, warte mal, bis wir anfangen, hier Fließbänder zu produzieren im Blau. Ja, stimmt, dann produzieren wir nur noch Blau. Und Genau. gar nichts anderes mehr. Genau, ne, genau. Wir machen das ja alles upgradefähig. Ne? Wir wollen natürlich unsere alten Sachen alle wiederverwerten. Und dann hatte ich tatsächlich auch mal eine. Ich glaube, das war zum Anfang auch die, wo denn dann zum Schluss denn das Rohöl so extrem viel war. Wahrscheinlich, weil ich dann irgendwie überall immer gesucht hatte und mir noch mehr Rohöl. Und da hatte ich dann wirklich kein Schmiermittel. Und dementsprechend keine Fließbänder. Und ich sagte, rot, sag mal, hallo, ich bin jetzt so kurz vorm Endgame. Ich mach doch hier nicht hier rote Fließbänder. Wer bin ich denn?
Ja, richtig. Wenn ganz oder gar nicht, ne? Genau. Es gibt ja tatsächlich auch Leute, die es schaffen, die roten Fließbänder komplett zu überspringen. Das habe ich noch nie geschafft. Nee, also ich rüste irgendwie immer auf. Weiß ja, auch ich nicht. Auch. Ich finde das angenehmer. Und man kann. Ich experimentiere in letzter Zeit sehr gerne mit so Ladebasen für, also mit diesen Verladebahnhöfen rum. Baue da immer wieder unterschiedliche Ansätze und guck, wie sich das so verteilt. Und das ist echt cool, was man sich da teilweise ausdenken kann für einen Schwachsinn. Ich habe auch schon mal einen Verladebahnhof gemacht. Das war dann, da hatte ich dann schon blaue Fließbänder und habe dann wie so einen Ring gebaut und den immer dann gefeedet. Und der jetzt ging halt so schnell, dass der drei Waggons ohne weiteres bestücken konnte. Das war echt gut. Schon nicht schlecht. Fand ich auch mal eine interessante Herangehensweise vor allen Dingen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und man kann ja hier sehr viel rumexperimentieren. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Und deswegen gucke ich auch immer gerne Leute auf YouTube, die sich darüber mehr eine Platte machen, als ich es tue. Und finde es immer sehr spannend, was die so an Denkansätzen überhaupt haben. Denke ich mal so, darüber habe ich noch nie in meinem Leben nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst. Ja, das ist interessant. Also ich bin ja auch über den Flinks zu dir jetzt auf den Kanal gekommen. Und das war, ich habe so reingeguckt und habe gedacht, sieht irgendwie lustig aus, was sie erworben. Finde ich gut. Das ist aber einfach so dieses, das finde ich gut. Das ist eine sehr gute Idee. Das brauche ich jetzt auch. Ja. Das ist Ideenklau, ne? Ja, und tatsächlich hatte ich gestern den geschätzten Kollegen Hiro, der auch Let's Plays macht, der sich tatsächlich an meinen Designs jetzt orientiert hat. Das fand ich ganz niedlich von ihm. Der guckt bei mir ab und zu im Stream oder auch meine Folgen. Und er hat sich jetzt für seinen Stream meine Designs geklaut, die ich natürlich woanders geklaut habe, muss ich dazu auch natürlich fairerweise sagen. Aber fand ich ganz niedlich. Da oben hat ein meiner hat keine Kohle mehr. Ja, ich habe schon was nachgelegt, aber jetzt hatte ich gerade nichts mehr. Die haben noch Holz. Holz. Holz, Holz. Die laufen aus Holz. So, ach so, da fällt mir ein, ich wollte Forschungspakete herstellen. Kann ich ja super viele herstellen, ich brauche mehr Kupfer. Ja, da oben ist genug. 10 Platten. Ja, voll viel, ey. Voll reich sind wir jetzt. Voll reich. So, ich habe jetzt mal das ganze Holz da rausgeholt, weil das brauchen wir gleich für Strommasten. Wusstest du, dass man die kleinen Strommasten nachher verbrennen kann? Ja. Mache ich aber meistens nicht. Denke ich immer nicht dran. Mache ich nachher über das Logistiksystem, dann kommen die alle in den Trash-Slot und dann habe ich eine Anforderungskiste an den Öfen dran und die haben dann Priorität. Genauso wie Holz. Das ja, ich Holz verbrenne auch mehr. Holz tatsächlich irgendwann. Also gerade wenn man dann natürlich später in dem Spielverlauf ja ein bisschen faul wird und natürlich durch die Roboter die ganzen Bäume abholzen lässt. Was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß in der Kiste? Dann sollen die das doch verheizen, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist oder halt, weil es brennt natürlich schneller runter. Aber was weg ist, ist weg und lagert mir nicht blöd in meinen Kisten rum. Also, ja, das stimmt. Das stimmt. So, was habe ich denn hier jetzt noch? Da ist noch Stein. Brauchen ein Forschungslab. Das könnte ich mal bauen. Ja, ich habe gerade gar nichts mehr. Alles investiert in Forschungspakete. Das wär der Hit, wenn wir in der allerersten Folge schon eine Forschung wegkriegen. Na, du hast nur noch eine Minute. Krieg mal hin, ich baue 10 Forschungslabs. Geht das schnell? Na gut, die ersten gehen ja wirklich schnell. Also ich habe jetzt schon fast 20 Forschungspakete. Und ist schon gut. Gut ist das. Aber siehst du das eigentlich, wenn da ein Tooltip von mir hochfliegt? Ja, ne? Wenn du Sachen rausnimmst, ja, das sehe ich. Ah, okay. Das sind so Sachen, ich habe noch nie wirklich Multiplayer gespielt. Deswegen kenne ich das halt gar nicht, weil in meinem Freundeskreis zockt keiner Factorio. Bist auch so eine arme Sau wie ich, ne? Ja, das ist ganz schlimm. Das sind alles irgendwie so Leute, die haben nicht den Sinn dieses Spiels verstanden. Dass man einfach nur Chaos baut und sich danach darin zurechtfindet. Ja, leider endet es bei mir beim Chaos. Ich will ja eigentlich immer schön bauen, aber es funktioniert meistens nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, wir haben 2 Forschungslabs. Warte, ich schmeiß rein.
Hälfte, Hälfte und dann kannst du irgendwas starten. Na, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Automatisierung, oder? Dass wir erstmal Maschinchen kriegen. Ja, dann, also ich, wir können das ja diesmal so machen. Ich habe das mal so gesehen, dass wir so eine kleine Fabrik aufbauen, die halt nur Red Science erstellt. Dann fangen wir an, unsere richtige Fabrik aufzubauen. Hm. So nach dem Motto. Oder wir lassen die immer wieder größer werden. Und noch größer, und noch größer, und noch größer. Können wir uns überlegen. Hm. Also ich plane ja auch meistens immer so ein bisschen vor. So, okay, da kommt jetzt der Bus hin, da baue ich das hin, da baue ich jenes hin. Deswegen zieht sich bei mir, wenn ich alleine spiele, zieht sich das immer alles ewig. Aber nee, wir gucken einfach, was draus wird, oder? Ich meine, Ja, ich baue immer so eine Mikrofabrik am Anfang, womit man dann erstmal so die Mini-Sachen machen kann. Ja, das macht doch durchaus, so. durchaus Sinn, solche Geschichten wie Fließbänder und sowas, was man halt wirklich zum Anfang braucht und was halt einfach Zeit frisst, wenn man es immer manuell herstellt. Aber das baue ich dann relativ schnell um. Ja, die erste. Ohoho! Wir sind fertig. 21 Boah. Minuten übrigens. Wir können ja, echt auch gut. Wir sind echt gut. Häuschen machen. Ja, gar nicht mal so übel, ne? Guck mal, ich lege jetzt hier unten sogar schon mal die ersten Fließbänder hin und ich habe sogar schon elektronische Mining Drills gemacht für unsere Kohlesache und dann können wir in der nächsten Folge sofort mit der automatischen Power starten. Ich mache jetzt nur noch was ganz Wichtiges. So. Was hast du denn gemacht? Das Wichtigste von Welt habe ich mir gebaut. Ach so, alles klar. Ein Drehkarussell. Ja. Wie süß. Ein Karussell mal, nennt man das. Boah. Stell mich mit drauf und dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich danke fürs Zuschauen oder wir danken fürs Zuschauen eigentlich eher und tschüss von mir. Tschüss. Ja, denn tschüss war jetzt ja... Was?